Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über Analysen und Kennzahlen in der Kundenbetreuung sprechen. Was dabei wichtig ist, wirst du heute erfahren. Viel Spaß beim Video. Abonnier uns auf jeden Fall schon mal, gib uns ein Like und dann sehen wir uns gleich wieder. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über Analysen und Kennzahlen in der Kundenbetreuung sprechen. Warum ist das wichtig und was bringt dir das Ganze? Warum es wichtig ist, ist, denke ich, klar. Du bekommst Messbarkeit, du bekommst Aussagekraft einfach über deine Kundenbetreuung. Denn was ich wirklich immer wieder in den Gesprächen mit unseren Partnern erfahre, ist, dass das Thema Vertrieb schon bis zu einem gewissen Punkt irgendwo gemessen wird. Also wie viele Gespräche finden statt, wie viel Beratung finden statt, wie ist meine ungefähre Abschlussquote, das ist ja auch alles extrem wichtig. Nur aus irgendeinem Grund hört das Messen von Kennzahlen nach dem Verkauf auf. So, und das ist schlecht, denn danach wollen wir natürlich auch unseren Kunden irgendwie weiter behalten. Wir wollen auch diesen Prozess natürlich optimieren. Wenn du es zum Beispiel schaffst, die Empfehlungsquote bei Kunden zu verdoppeln, dann wirst du es bei gleichbleibender Abschlussquote auch schaffen, irgendwo diesen Umsatz zu verdoppeln. So, und deswegen ist es wichtig, dass wir da eine Messbarkeit reinbringen. So, damit wir das messen können, brauchen wir natürlich erstmal Zahlen. Und da gibt es so ein paar Empfehlungen, die ich dir mitgeben kann, die einfach sinnvoll sind, die ich in jedem Fall erheben würde. Und zwar einmal ist das die Kundenzufriedenheit. Ist, denke ich, völlig klar, was damit gemeint ist. Du kannst dir da eine völlig beliebige Skala ausdenken. 1 bis 5, 1 bis 3, 1 bis 10. Ist komplett egal. Einfach nur ein Wert, der aussagt, ob ein Kunde jetzt gerade weniger zufrieden ist oder sehr zufrieden ist. So, und in dieser Konsequenz würde ich natürlich auch empfehlen, zu erfragen, was hätte passieren müssen, wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel sich bei einer 6 oder einer 7 sieht. Was hätte passieren müssen, damit er auf eine 9 oder 10 kommt? Ja, weil hier erfährst du wirklich ganz, ganz viel. Ein Kunde wird dir nicht immer sagen, was ihn jetzt gerade gestört hat, aber er wird dir schon einschätzen können, ob er jetzt eher eine 4 ist auf der Zufriedenheit von 1 bis 10 oder ob er eher eine 8 ist. Also 4 ist schlecht, 8 wäre gut in dem Fall. So, und wenn er bei einer 4 ist, dann kann er dir auch sagen, was gefehlt hätte, um höher sich da entsprechend anzusiedeln. Und deswegen, erstes Thema Kundenzufriedenheit, würde ich wahrscheinlich das erste Mal erfragen, ja, wenn man vielleicht den Auftrag gemacht hat, würde ich dann auf jeden Fall nochmal erfragen, sobald das ganze Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. Und dann würde ich einfach mal ein bisschen anfangen zu vergleichen bei den Leuten, die jetzt schlechte Kundenzufriedenheit abgegeben haben. Was ist da vielleicht gelaufen? Bei einer guten Zufriedenheit würde ich natürlich auch schon mal gucken, okay, was vereint die jetzt vielleicht? Und dann wirst du relativ schnell auch Muster erkennen bei der ganzen Sache. Eine zweite Kennzahl, die ich dir mitgeben würde, ist vielleicht sowas wie eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer. Also klar, du bist dort nur mittelmäßig dran beteiligt, weil der Händler hat nun mal seine Lieferzeiten. Aber du kannst sowas wie eine durchschnittliche Verzögerungsdauer wirklich mal festlegen, weil es ist auch hier so, dass man sich irgendwann mit dem Status quo einfach abgefunden hat. Ja, aber du kannst, vor allem wenn du die Kundenzufriedenheit misst und diese Zahl auch mal misst, kannst du natürlich auch rausfinden, wie wichtig ist das deinen Kunden. Also wenn du jetzt beim Kunden XYZ durchschnittliche Verzögerungsdauer hast von 7 Tagen vielleicht und die Kunden haben alle auch eine schlechte Zufriedenheit angegeben, dann weißt du, okay, hier scheint es ja irgendeine Korrelation zu geben. So, und wenn du denn einen Händler hast, der dir regelmäßig zu spät Ware liefert oder wenn du das Problem hast, dass deine Monteure regelmäßig ausfallen, weil sie einfach ja, nicht da sind oder weil du schlecht geplant hast oder sowas, dann weißt du, okay, ich muss hier irgendwie mal was machen. Sonst werde ich meine Kundenzufriedenheit im zweiten Schritt nicht in den Griff bekommen. Ist relativ simpel. Und eine nächste Quote, die du auch erheben kannst, hatte ich gerade eben schon mal erzählt, ist das Thema Bewertungs- oder Empfehlungsquote. Ja? Bewertungsquote jetzt zum Beispiel mit Google-Bewertungen, kannst du einfach mal gucken, wie viele Kunden habe ich letztes Jahr abgeschlossen, wie viele Bewertungen von Kunden habe ich bekommen, dann hast du eine Bewertungsquote. Die kann, ich sage nicht, dass sie es muss, aber die kann bei 50% liegen. Wir haben Partner, die das geschafft haben. 40-50% ist natürlich ein absoluter Top-Wert, keine Frage. Aber es gibt Möglichkeiten, das hinzubekommen. Bewertungen werden dir natürlich insofern weiterhelfen, dass jeder, der jetzt über deinen Online-Auftritt stolpert, der gut bewertet ist, wird dir automatisch mehr Vertrauen schenken. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und wenn du halt diese Quoten einfach mal erhebst, dann kannst du dir auch Gedanken machen, wie du sie verbesserst. Natürlich ist das auch wieder ein After-Sales-Thema, keine Frage. Beim Thema Empfehlungsquote, wenn du das verbesserst, wirst du automatisch mehr Umsatz machen. Ganz simpel und einfach. Und eine Empfehlungsquote zu verbessern, ist nicht schwer. Du musst tatsächlich im ersten Schritt, wenn du es noch nicht machst, einfach nach einer Empfehlung fragen. Also so einfach ist es tatsächlich. Wenn du einen zufriedenen Kunden hast, frage ihn nach einer Empfehlung, frage ihn nach einer Bewertung. Und du wirst merken, dass du diese beiden Quoten eben extrem schnell in die Höhe bringen kannst. Wie gesagt, wir sprechen ja heute eigentlich eher über das Thema Kennzahlen selber. Ich würde dir empfehlen, diese 4 Kennzahlen definitiv mal zu implementieren, mal zu tracken, vielleicht für die nächsten 4, 6 oder 8 Wochen. Es geht gar nicht darum, irgendeine Art von Kontrolle zu schaffen, aber du merkst schon, alleine wenn man die Zahlen hat, macht man sich ja automatisch Gedanken, wie man die verbessern kann. Und das ist eigentlich das, was mir wichtiger ist. Man muss sich Gedanken machen, wie man seinen After-Sales-Kundenbetreuungsprozess verbessern kann. Und
die Erhebung von Kennzahlen ist schon mal ein guter Wegweiser in die richtige Richtung, weil du weißt dann, worüber du dir einfach Gedanken machen musst. Und dafür sind die Kennzahlen enorm wichtig. Wenn du weitere Kennzahlen brauchst oder Inspirationen haben möchtest von Kennzahlen, die du halt erheben kannst und wie du die natürlich auch verbessern kannst, weil was ich dir heute mitgegeben habe, sind immer nur so ein paar kleine Techniken, die man halt nebenbei umsetzen kann. Man kann natürlich auch viel mehr machen. Komm auf uns zu, komm auf unsere Homepage, such dir da den Link, wo du dich zu einem Beratungsgespräch eintragen kannst. Ist unverbindlich kostenfrei. Kannst du dir einfach mal anhören, wir helfen dir da gerne weiter. Ansonsten schau natürlich weiter die Videos und dann wünsche ich dir weiterhin erstmal noch viel Spaß und bis dann. Ciao.